Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Configs von mir. Es wurde sich oft gewünscht, ich kriege auch öfters mal Mails oder Instagram-Nachrichten, wo die Leute sagen, yo, zeig mir doch mal einen PC für 1400 Euro oder so oder 2500 Euro und das machen wir jetzt einfach mal. Das sind jetzt natürlich nur die Komponenten. Wenn ihr die Komponenten alle findet, zum Beispiel auf Mindfactory, könnt ihr es da zusammenbauen lassen für 150 Euro. Oder aber ihr nehmt ähnliche Komponenten und geht dann nach Dubaro, Agando, CSL, wie sie alle heißen. CSL hat eine sehr große Auswahl, ist aber auch ein bisschen teuer. Und lasst es einfach da dann zusammenbauen, beziehungsweise sucht euch so ein System raus, das ungefähr diese Konfiguration hat. Da habt ihr jetzt aktuell mal einen Überblick auch über die Preislage. Es ist natürlich so, dass dieses Video wahrscheinlich dann in 2-3 Wochen wieder ganz anders aussieht, beziehungsweise die Preise. Ich packe euch das alles unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr dann draufklicken und die Liste nehmt ihr dann als Vergleichswert vielleicht und schaut dann bei Dubaro, ob ihr etwas Ähnliches kriegt oder bei Agando, wie auch immer. Ich bin ja nicht gepartnert, von daher ist das wurscht. Wie immer, ganz wichtiges Thema, die Lavalampe funktioniert wieder. Weil ich habe mir Ersatz bestellt. Also, die darf jetzt noch 4-mal kaputt gehen, dann haben wir keine Probleme mehr damit. Also 4-mal, dann muss ich wieder neu bestellen. Die wird jetzt erstmal eine Weile halten. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wir hatten das Mauspad hier, das RGB-Mauspad. Und ihr habt fleißig kommentiert. Alter Schwede, ich glaube 400 Kommentare oder so sind da drunter. Das ist schon richtig krank. Und wir haben die 5000 Abos erreicht. Dankeschön dafür. Wir haben sogar schon 5100. Das ist schon krass und ich bedanke mich ganz herzlich nochmal dafür. Jetzt schauen wir uns mal um, was für einen Gewinner wir hier ziehen. Das ist wieder dieser YouTube Random Comment Picker. Ich versuche das jetzt auch ohne Cut oder so zu machen. Da bleibt auch das Kratzen an der Nase mal mit drin. Dann füge ich jetzt einfach mal den Link ein von YouTube. Das ist dieses Video. Die duplizierten User, es gab ja Leute, die haben öfters kommentiert, filtern wir raus. Die Replies to Comments filtern wir auch raus. Und dann schauen wir mal, wie viele wir hier haben. 329 sind übrig geblieben, also wie gesagt, bei diesen 400, was ich eben gesagt habe, das waren dann doppelte Kommentare oder Antworten auf irgendwelche anderen. Deswegen schauen wir jetzt mal, wer hier gewinnt. Wir drücken jetzt nochmal auf Start. Und es ist Fan von Fun. Oh, Alter, was ein Text. Okay, ist auf jeden Fall ein sehr ausführlicher Kommentar, den lese ich jetzt nicht komplett vor. Aber du hast auf jeden Fall gewonnen, melde dich bitte bei mir im Discord. Wir werden dann auch verifizieren, dass das wirklich du bist. Also mit deinem Account musst du dann bei einem anderen Video von mir nochmal kommentieren, was ich dir dann sage. Und dann weiß ich auch, dass du das bist. Deswegen versuch's gar nicht erst, mich irgendwie zu veräppeln. Nur er kriegt dieses Mauspad hier. Ich werde das jetzt in Zukunft auch häufiger machen. Ich habe ja noch anderen Kram, was ich meistens dazu schicke. Flaschenöffner, Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, USB-Sticks und was ich nicht alles habe mit dem gravierten PC-Check-Logo. Kann man so auch nicht kaufen. Schicke ich dann raus, wenn ich Bock habe an irgendjemanden, wenn er jetzt nachfragt oder so. Und wir werden das in Zukunft mal irgendwie häufiger machen. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Mauspad. Wir starten auch direkt. Es ist so, wir haben jetzt hier einen 1400 Euro PC. Wie gesagt, Zusammenbau ist nicht mit reingerechnet. Wenn ihr selber bauen könnt, ist das gut. Ansonsten müsst ihr die Sachen halt bei Mindfactory zusammensuchen und dafür 150 Euro zusammenbauen lassen oder was Ähnliches finden. Ich werde jetzt nicht so krass drauf eingehen, nur auf die wichtigen Sachen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nur eine Toshiba P300 HDD, 2 Terabyte zum Auslagern eurer Daten. Bilder, Videos, eventuell sogar Spiele, die ihr jetzt nicht so häufig spielt, wo die Ladezeiten vielleicht sogar egal sind, weil SSDs natürlich deutlich schneller laden, was Spiele angeht. Nehmen wir zum Beispiel Ghost Recon Wildlands, wenn ihr da im Koop spielt, dann ist der eine schon im Game mit einer SSD, wo der andere dann noch 5 oder 10 Sekunden länger braucht zum Joinen, weil er dann halt von der Festplatte laden muss. Aber das ist halt erstmal, damit ihr genügend Speicher habt. Dazu bekommen wir eine Lexa NM620 1TB M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das heißt, die ist schon etwas schneller als die normalen. Die haben meistens so um die 2000, 2400 rum, also ein Ticken schneller ist die wohl. Hat 1TB, das reicht erstmal für Windows aus und einige Spiele. Alle anderen Sachen packt ihr dann eben auf die HDD, da habt ihr da keine Probleme. Dann haben wir als Prozessor einen Intel i5-12400F. Hier auch wieder das Thema, 6 Kerne, 12 Threads. Ihr könnt damit natürlich streamen, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Solltet ihr über den Prozessor rendern, kommt es aufs Spiel an. Wenn es ein sehr CPU-lastiges Spiel ist, wird das nichts. Das ist qualitativ auch immer so ein Thema mit den Grafikkarten. Die besseren Grafikkarten, sage ich mal so 3070 Ti, 3080 Ti, da könnt ihr ruhig über die Grafikkarte rendern. Da ist die Qualität okay. Ansonsten, ja, sucht euch ein Spiel aus, was nicht so viel frisst, beziehungsweise für Just Chatting und so reicht das natürlich dicke. Ansonsten zum Zocken ist der super geeignet, unterstützt offiziell 4800 MHz unter DDR5 und 3200 MHz unter DDR4. Das ist jetzt die Box-Variante, weil das garantietechnisch immer ein bisschen besser ist, wenn man die Box-Variante hat. Da ist jetzt der Kühler bei, den nehmen wir aber nicht, wir nehmen extra Kühler dafür. Ich sag die Preise jetzt auch nicht dabei, ihr seht sie ja direkt dabei stehen, von daher, ich sag jetzt nicht immer, kostet so und so viel da und da. Guckt euch die Listen dann an, die liegen dann alle unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier G-Skull Ripjaws 5 Schwarz Dimkit 16 GB DDR4 3600 MHz.
Dual-Channel, ganz wichtig, wenn ihr Single-Channel haben solltet, also nur ein Regel in eurem aktuellen System, seht zu, dass ihr einen zweiten dabei kriegt, weil da könnt ihr durchaus 30% FPS-Verlust haben, wenn ihr nur ein Regel nehmt. Ich denke, 16 GB sind ganz okay, 3600 MHz ist natürlich sogar über der Spezifikation von Intel. Das sind übrigens auch alles Intel-Systeme. Wer das Video nochmal als AMD haben möchte, der schreibt bitte in die Kommentare, dann mache ich noch ein AMD-Video. Hat jetzt auch kein Bling-Bling, dieses System ist allgemein auf Non-RGB ausgelegt, dass wir da nicht so viel Leuchterei und so drin haben, weil das auch immer ein bisschen mehr kostet. Aber der reicht völlig aus. Als Grafikkarte haben wir hier eine XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Core Gaming. Ich habe eine ähnliche in meinem System, in Kombination mit einem AMD-Prozessor, mit dem 5800er. Die 6700 XT reicht fürs normale Zocken völlig aus, WQHD schafft die auch noch. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass sie das Cyberpunk mit 100 FPS hinrotzt. Das funktioniert nicht. Für die normalen AAA-Titel durchaus noch ausreichend, wenn ihr da so ein bisschen die Qualität runterschraubt, könnt ihr sogar diese 144 Hertz erreichen, also 144 FPS, wenn ihr so einen Monitor habt. Ich will da nicht von einer Einsteiger-Grafikkarte sprechen. Die ist schon ziemlich gut. Wie gesagt, ich zocke damit auch Far Cry 6 und so, überhaupt kein Problem. Ihr müsst halt die Einstellungen anpassen. Dann habe ich hier noch ein Gigabyte B660 Gaming X DDR4 reingepackt. Das ist ein grundsolides Mainboard, ist auch in Anführungsstrichen ein bisschen günstiger. B660-Chipsatz bedeutet auch für euch, wenn ihr einen Intel-Prozessor der K-Variante reinpacken solltet irgendwann, könnt ihr den nicht übertakten, weil das nur mit Z690 geht. B660 reicht aber hier wie gesagt völlig aus, ich wollte ja auch ein bisschen günstiger bleiben. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier unten könnt ihr noch 2 weitere SSDs reinpacken, hier die Grafikkarte und hier zum Beispiel noch irgendwie eine Capture-Card oder sowas in der Art. Dann haben wir zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, viermal USB 3.0, Netzwerkanschluss. Die Grafikanschlüsse könnt ihr nicht benutzen, weil das der F-Prozessor ist und der hat keine integrierte Grafikeinheit. Und 7.1 haben wir auch. Und wie gesagt, auch kein Schickimicki RGB oder so dran, also das passt soweit schon mal. Ist auch ein Full-ATX-Port, also Erweiterbarkeit ist gegeben, habt ihr ja gerade gesehen. Micro-ATX würde ich niemals verbauen. Es sind ja auch meine Configs, die ich jetzt so zusammengestellt habe. Dann habe ich hier noch einen 5er-Pack von Lüftern reinkonfiguriert. Das ist einfach so, bei dem Gehäuse ist nur vorne ein Lüfter und hinten ein Lüfter. Ihr könnt dann hergehen, 2 von denen noch in die Front einbauen, 2 oben, dann bleibt einer übrig. Jetzt sagt ihr, hä, warum habe ich jetzt einen übrig? Es ist einfach so, wenn ihr diese 4 Stück einzeln kaufen würdet, genau die, wärt ihr beim gleichen Preispunkt, als würdet ihr das 5er-Pack nehmen. Dann habt ihr halt noch einen rumliegen. Falls einer mal kaputt geht, eiert oder sonst irgendwas, könnt ihr den austauschen. Macht preislich halt keinen Unterschied. Der Airflow ist dann auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, vorne hättet ihr dann im Gehäuse 3 Lüfter. Hinten habt ihr einen und oben nochmal 2. Vorne saugt ihr schön die kalte Luft rein und hinten und oben blast ihr sie am besten raus. Kaminprinzip funktioniert super. Als CPU-Kühler haben wir in dem Fall den BeQuiet P-Rock 2 Black. Der hat eine TDP von 150 Watt. Der Prozessor hat eine TDP von 65 bis 117 Watt. Das heißt also, er reicht aus. Natürlich hätte man jetzt auch einen Darkrock oder so nehmen können, aber für den 12400er ist das erstmal ausreichend. Wollt ihr hinterher noch einen besseren Prozessor einbauen, nehmt einen anderen. Für das System passt das. Für später, solltet ihr vielleicht sogar schon eine Wasserkühlung nehmen, das müsst ihr wissen. Ich finde es halt einfach passend in diesem System. Es ist aber auch so, hier 1700er Sockel, da müsst ihr mal schauen, dass ihr dieses Mounting Kit da reinkriegt. Es gibt für die einzelnen Lüfter, unter anderem bei BeQuiet, bei Arctic und so weiter oder CPU-Kühlern, da gibt es halt diese Mounting Kits, dass ihr auch den 1700er Sockel da verbauen könnt, weil die haben halt noch die älteren Sachen auch von AMD und so da drin, kriegt ihr aber meistens kostenfrei beim Hersteller selbst. Als Gehäuse habe ich das Corsair 4000D Airflow Schwarz Glasfenster genommen. Das ist schon ein sehr gutes Gehäuse, kostet auch knapp 100 Euro. Ich habe es auch schon mal verbaut. Das hat einen guten Airflow, es sind wie gesagt schon 2 Lüfter mit drin und ihr habt halt genug Platz für Grafikkarte, Mainboard und alles andere auch. Auch für eine Wasserkühlung. Wenn ihr später mal irgendwie noch was umbauen wollt oder so, seid ihr mit dem Gehäuse auf jeden Fall gut beraten. Und als Netzteil habe ich ein MSI MPG A750 GF 750 Watt genommen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, boah, 750 Watt, das ist schon eine ganze Menge. 500 Watt hätten auch gereicht. Ja, klar. Nur ihr seid damit auf der sicheren Seite. Ihr seid sehr effizient unterwegs, weil unter Volllast macht dieses System, denke ich, so um die 400 Watt. Da seid ihr bei der Effizienz auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und ihr könnt später noch hergehen und eine stärkere Grafikkarte oder eben einen stärkeren Prozessor reinnehmen. Das heißt, dieses System ist zukunftsmäßig gut ausgelegt. Ihr braucht dann nicht so viel tauschen. Wenn ihr da jetzt irgendwie was Stärkeres einbauen wollt, müsst ihr nicht das ganze Netzteil auseinandernehmen oder ähnliches. Wir sind in der aktuellen Intel-Generation und hier mit dem Netzteil seid ihr auf jeden Fall auch gut beraten. Es ist vollmodular, das heißt, die Kabel, die ihr nicht braucht, die könnt ihr dann auch einfach rauslassen. Hat 10 Jahre Garantie. Also ich finde es in Ordnung. Und da sind wir halt bei einem Preispunkt von 1399 Euro. Ohne Zusammenbau, wie gesagt. Na, da müsst ihr jetzt schauen, könnt ihr selber bauen, bestellt die Liste so. Ansonsten bei Mindfactory zusammensuchen, 150 Euro zusammenbauen lassen oder eben bei Dubaro was ähnliches suchen oder CSL, Agando, wie ihr möchtet.
Ja, also CSL ist immer ein bisschen teuer, das weiß ich, wenn man sich sowas zusammenstellt. Aber da seid ihr auch halt auf der sicheren Seite, dann kriegt ihr wahrscheinlich sogar die meisten Komponenten. Jetzt kommen wir zu dem 2500 Euro PC. Das ist so eine Preisspanne, wo ich sehr oft drauf angesprochen werde. Einige übertreiben auch mit 5000 und so. 2500 reicht auf jeden Fall dicke aus. Wir haben hier wieder die 2 TB HDD. Allerdings haben wir als SSD eine 2 TB SSD von Samsung, die 970 EVO Plus. Die ist auch schon ein bisschen schneller unterwegs mit 3500 MB im Lesen und 3300 MB im Schreiben. Ist eine gute SSD, 2 TB reicht auch dicke. Ihr könnt die HDD auch weglassen, wenn ihr möchtet. 2 TB kommt ihr erstmal eine Weile mit aus. Es sei denn, ihr kommt natürlich auf die Idee, ihr wollt streamen, die Videos dann irgendwie speichern. Da ist die HDD natürlich ganz gut für, weil dieses System ist für Stream auch schon ausgelegt. Wir haben hier einen Intel Core i7-12700K. Der hat 12 Kerne, also 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, sprich 20 Threads, 16 Threads auf den Performance Kern und 4 Efficiency Kerne. Hat auch eine integrierte Grafikeinheit, braucht ihr aber eigentlich nicht, weil wie gesagt halt eine Grafikkarte in diesem System drin ist. Ist übertaktbar mit dem K-Suffix, liegt dann auch am Mainboard natürlich. Ich habe hier ein passendes Mainboard reingepackt. Das System ist natürlich auch ein bisschen auf RGB ausgelegt. Hier haben wir Corsair Vengeance RGB Pro RAM. 32 GB, 3600 MHz. Wieder über der Spezifikation von Intel. DDR4, nicht DDR5, weil ich finde DDR5 ist aktuell noch Quatsch. Reden wir gleich noch drüber. 32 GB, wie gesagt, zum Streamen top, auch für die aktuellen Spiele, da seid ihr erstmal für die Zukunft gerüstet. Dann haben wir hier noch eine Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC, die ist natürlich schon ordentlich. Danach kommt noch die 3080 Ti, 3090 oder eben die 6900 XT zum Beispiel von AMD, damit könnt ihr auf jeden Fall das meiste zocken, auch unter WQHD. Cyberpunk in 4K schafft ihr auch nicht. Also auf jeden Fall nicht mit flüssigen Bildraten. Ihr habt dann so 30, 40 FPS. Wer damit happy ist, ja okay, dann spielt 4K Cyberpunk. Aber die ist für alles andere auf jeden Fall gut gerüstet. Dann haben wir ein Gigabyte Z690 Gaming X. Das ist jetzt diese Thematik. Z690 Chipsatz ist natürlich mit dem K-Prozessor gut gedacht zum Übertakten, wenn ihr übertakten wollt. Wir haben auch hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, SSD-Slot hier. Hier drunter sind auch noch ein paar SSD-Slots. Also das heißt, wenn ihr später noch weitere SSDs reinpacken wollt, könnt ihr das durchaus darüber benutzen. Grafikkarte kommt hier rein. Hier unten auch 2 weitere Erweiterungsslots für zum Beispiel eine Capture-Card oder ähnliches. Von den Anschlüssen her haben wir Toslink, Mikrofon und Line-Out, also Kopfhörer, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, 2x USB 3.1, ja, hier steht 3.2, ist es aber 3.1, kommt immer auf die Generation an. Hier haben wir noch die Grafikanschlüsse, die werdet ihr halt nicht benutzen, habt ihr eh eine Grafikkarte, USB-C haben wir auch und 4x USB 2.0. Und es ist kein Micro-ATX. Ich kann ja schlecht immer über Micro-ATX kotzen und dann da Micro-ATX reinfummeln. Das funktioniert nicht, also ATX passt. Was das Gehäuse angeht, habe ich einen Shakun Elite Shark CR300T genommen. Ihr bekommt natürlich für den Preispunkt von knapp 150 Euro auch ganz andere Gehäuse. Das ist halt jetzt nur eine Geschmackssache einfach nur. Ich habe das CR300H, das ist das gleiche Gehäuse mit einer anderen Front. Ich mag es. Es hat hier seitlich diese schönen Anschlüsse und vorne dann halt auch die Lüfter, die sind schon mit drin, die 3 Stück. Der hintere ist auch mit dabei und die Knöpfe sind halt auch beleuchtet RGB, könnt ihr auch ansteuern. Ich finde es halt gut ausgestattet. Es hat einen Grafikkartenhalter, es hat diese 4 Lüfter da drin. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ihr könnt natürlich reinpacken, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein NZXT-Gehäuse nehmen oder ein Corsair oder Be Quiet, was ihr gerne möchtet. Ich habe es halt einfach nur für mich mal jetzt rausgefummelt, weil da auch alles schön reinpasst. Und da wir jetzt nochmal eben kurz auf die Wasserkühlung kommen, will ich euch nochmal kurz die TDP zeigen. Zwischen 125 und 190 Watt. Und ich sage es immer wieder in meinen anderen Videos, nehmt da am besten eine Wasserkühlung. Eine 360er. Die haben wir hier. Und das ist die Arctic Liquid Freezer 2 360 ARGB, also auch komplett steuerbar, was die Beleuchtung angeht, wie ihr möchtet. 360er muss für diesen Prozessor schon sein, finde ich. Ihr könnt auch eine 240er nehmen, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ihr könnt ja hinterher noch, was Quatsch wäre, aber ihr könntet auf eine 12900K gehen und den müsst ihr erstmal gekühlt kriegen. Und ich finde die hier halt ganz gut. Optisch lässt sich drüber streiten. Viele mögen diesen Pumpenkopf nicht, okay. Hat aber 6 Jahre Garantie. Ich finde sie gut. Ich würde sie halt so verbauen. Ist jetzt mein Tipp, passt auch gut ins Gehäuse, wird dann oben eingebaut. Das heißt, ihr habt vorne die 3 Lüfter drin, die schon im Gehäuse drin sind. Die ziehen die kalte Luft rein und oben bläst das Ding die warme Luft wieder raus. Könnt ihr natürlich auch in die Front bauen, wie ihr möchtet. Und was das Netzteil angeht, haben wir hier schon Be Quiet Straight Power 11 850 Watt. Das ist vollmodular, hat 5 Jahre Garantie. 850 Watt sind natürlich auch eine Menge für dieses System. Aber ihr seid auf Nummer sicher. Wenn hinterher irgendwann die Nvidia 4000er Reihe kommt und ihr wollt die Grafikkarte vielleicht tauschen, muss nicht jeder, aber kann ja sein, dann habt ihr auf jeden Fall ein Netzteil, was es noch unterstützen sollte, dass ihr da zumindest einigermaßen die 4000er Reihe reinpacken könnt. Und es ist eben vollmodular, die Kabel fliegen nicht rum, wenn ihr das Ding zusammenbaut. Ihr steckt nur das an, was ihr auch wirklich braucht. Und das wäre dann halt ein Preispunkt von 2498 Euro, jetzt aktuell. Kann auch sein, dass es morgen wieder anders aussieht. Die Preise, die springen. Ich habe es jetzt heute zusammengestellt, ich hoffe, sie bleiben eine Weile so. Und da könnt ihr halt auch dann versuchen, ob ihr die Teile irgendwo anders kriegt und das da zusammenbauen lässt. Bei Mindfactory vielleicht oder Dubaro, Agando, wie auch immer. So, und jetzt haben wir hier noch einen 4000 Euro PC. Das ist natürlich
Ja, schon krass. Aber 4000 Euro geben die Leute scheinbar wirklich auch aus, weil diese Aldi-PCs, die so rauskommen, liegen ja auch immer so bei 3.000 bis 4.000 Euro, also die ganz guten. Und scheinbar sind Leute wirklich bereit, das auszugeben. Und deswegen machen wir jetzt so eine Config mal. Ich habe hier eine 4 TB Corsair MP400 drin. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3800 MB die Sekunde und schreiben 3000 MB die Sekunde. Die ist ordentlich. Und 4 TB SSD-Speicher. Damit kommt ihr erstmal eine Weile aus. Ihr könnt natürlich noch eine HDD mit reinfummeln, wenn ihr das möchtet. Die kosten so 30, 40 Euro rum. Ich wäre jetzt aber erstmal beim SSD-Speicher geblieben. Wir haben hier den gleichen Prozessor, brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Dann haben wir Corsair Dominator Platinum RGB Schwarz DIMMKit 32 GB, also Dual Channel auch, DDR5 5600. Ja, der Prozessor unterstützt offiziell nur 4800 unter DDR5, 5600 geht aber klar. Hat natürlich hohe Timings. Ob das jetzt ein großer Vorteil ist gegenüber DDR4 aktuell? Nee. Es ist halt, DDR4 wäre halt sinniger gewesen. Ich zeige euch gleich auch noch eine Config zu DDR4. Dann haben wir eine Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master. Warum habe ich die genommen? Weil das Mainboard auch ein Aorus Master ist. Das passt gut zueinander. Sieht gut aus. 3080 Ti wäre auch soweit das Sinnigste. Eine 3090 würde ich gar nicht verbauen, ehrlich gesagt. Die hat halt einfach nur mehr VRAM und vielleicht 1% mehr Leistung. Die 3080 Ti reicht dicke. Dann kommen wir hier zu dem Mainboard. Das ist das Gigabyte Z690 Aorus Master. Das ist natürlich ein fettes Ding. Es ist auch eRTX, also breiter als ein normales RTX-Mainboard. Wir haben ja auch gekühlte Spannungswandler, sollte man auch erwarten bei diesem Preispunkt. 4 RAM-Steckplätze, das heißt, ihr könnt ihn ja noch erweitern. Hier könnt ihr wieder SSDs en masse reinbauen. Einfach mal unten auf den Link klicken, schaut es euch genau an. Ja, auch die Erweiterungsmöglichkeiten eben mit Grafikkarte und Capture Card und was ihr halt gerne verbauen wollt. WLAN-Karte macht hier keinen Sinn, das Ding hat nämlich WLAN. Wir haben hier 7.1 mit Toslink, einmal USB-C 3.2, einmal USB-C 3.1. 5-mal USB 3.1 Netzwerkanschluss, DisplayPort-Anschluss werdet ihr halt nicht benutzen, weil ihr halt eh die Grafikkarte habt. 4-mal USB 3.0, WLAN und Bluetooth-Antenne, halt hier noch Flash-Button für BIOS und Clear-BIOS, das kann man dann resetten, wenn man dann übertakten ist und vielleicht verkackt hat, dann kann man das Board damit zurücksetzen. Das ist natürlich ein Board der Unvernunft, man muss es so sagen. Aber ich habe diesen Preispunkt jetzt halt rausgesucht und dann nehmen wir sowas auch halt, ne? Dann habe ich hier noch 2 Lüfter mit reingepackt, weil bei diesem Case, bei dem 5000D, das ist die größere Variante des 4000Ds, da habt ihr vorne auch schon eingebaut und hinten auch. Dann packt ihr die 2 einfach dazu und dann kommt oben die Wasserkühlung rein und dann ist gut. Das ist in dem Fall die Corsair IQH150i Elite Capellix. Ist halt eine 360er I/O. Aber ihr habt halt Corsair RAM, ihr habt dann die Wasserkühlung da drin, könnt das alles gemeinsam steuern, was die Beleuchtung angeht, über die Corsair Software IQ. Und das Gehäuse ist halt auch von Corsair. Ich wollte da so ein Ökosystem raus machen. Klar, ihr könnt die Frontlüfter, die jetzt von Arctic sind, da könntet ihr auch irgendwelche QL- oder ML-Lüfter reinpacken von Corsair. Da habt ihr alles aus einer Hand. Ich wollte aber ein bisschen günstiger bleiben, beziehungsweise die Front ist dann halt dunkel. Das Innere des Cases, das leuchtet dann. Wenn ihr wollt, dass die Front dann auch leuchtet, nehmt einfach noch weitere Corsair-Lüfter oder ähnliches. Und dann haben wir in dem Fall ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 1000 Watt. Vollmodular, 5 Jahre Garantie, 1000 Watt, reicht dicke. Ganz klar. Wir sind ja natürlich mit der 3080 Ti unterwegs, die genehmigt sich einiges und so. Ihr seid da lange nicht dran an den 1000 Watt. Und das Netzteil, das zieht auch nicht dauerhaft 1000 Watt aus der Dose, sondern nur das, was ihr wirklich verbraucht. Das ist halt sau effizient, das Ding. Ich find's gut. Und da seid ihr jetzt bei einem Preispunkt von 3974,35 Euro. Plus Zusammenbau, es sei denn, ihr könnt's halt selber machen. Und ich habe die gleiche Config nochmal unter DDR4 Aspekt genommen, weil DDR5 natürlich im Moment schweineteuer ist. Deswegen könnt ihr hier noch ein bisschen sparen. Ist natürlich die gleiche SSD, der gleiche Prozessor. Der RAM ist in dem Fall 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro, 3600 MHz DDR4. Und das Board, das ist ein Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4. Auch hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier ganz viele Plätze für SSDs, Grafikkarte hier rein, hier unten könnt ihr auch erweitern. Was das hier hinten angeht, habt ihr Toslink, Mikrofon und Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB-C 3.1, HDMI DisplayPort werdet ihr ja auch nicht benutzen, 2x USB 3.1, WLAN Bluetooth und 4x USB 2.0. So, und wenn ihr die beiden Komponenten einfach nur tauscht, sprich den RAM und das Mainboard, seid ihr bei 3588, habt da 400 Euro gespart. Überlegt's euch. Ich würde es nicht machen mit DDR5, aktuell nicht. Es kann sein, dass in Zukunft dann DDR5 rauskommt mit besseren Timings, dann lohnt sich das dann irgendwann. Kann euch aber keiner sagen, wann die genau kommen. Ich würde auf dieses DDR4-System gehen. Ich verlinke sie beide unten in der Beschreibung, wenn ihr sagt, ach was, ich will in Zukunft DDR5 nochmal nachrüsten und so, ja bitte. Dann nehmt den teuren von mir aus. Wo ihr auch noch ein bisschen sparen könntet, ihr nehmt jetzt keine 3080 Ti, sondern eine 6900 XT. Natürlich die Sapphire Toxic Radeon, weil ich sie mag vom Design her.
Aber leistungstechnisch nehmen die sich jetzt nicht so viel. Es ist einfach so, dass Nvidia bei Raytracing besser dran ist als AMD. Wer auf Raytracing verzichten kann, das sind diese Lichteffekte, Schattierungen und so weiter, der nimmt am besten die Radeon RX 6900 XT. Die hat auch mehr VRAM, 16 GB gegenüber 12 GB. Ja gut, kann man drüber streiten. In Zukunft wird das bestimmt noch wichtig. 8 GB sollten sie alle Minimum haben, meiner Meinung nach. 12 ist okay, 16 ist natürlich besser. Müsst ihr euch überlegen. Sie passt genauso gut ins System. Könnt ihr auch reinkonfigurieren, wenn ihr wollt. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Ergebnisse angucken, ja, die 3080 Ti hat 21% mehr Leistung laut User Benchmark. Ich finde immer, User Benchmark ist so ein grober Überblick. Die ist auch nicht ganz koscher, die Seite. Vor allen Dingen müsst ihr mal schauen. Die hier, die 6900 XT, ist auf dem 4. Platz und die hier auf dem 2. Klar, die hat in Lichteffekten und Reflektionen und so weiter bessere Performance. Dafür hat die hier bessere Texturdetails, die 6900 XT. Oder auch hier Complex Blending und Texture Detail. Also das ist halt wirklich dann besser. Könnt ihr auslegen, wie ihr wollt, was ihr halt gerne braucht. Das ist dieses Thema mit dem Raytracing, was ich eben gesagt habe. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch dann noch mal ein bisschen reinlesen, wenn ihr möchtet. Ja, und das wären dann soweit die Systeme. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr möchtet, dass ich da für AMD noch mal so ein Video mache, dann lasst es mich gerne wissen. Lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr irgendwas anders gemacht hättet. Das war ja eben schon diese Thematik. Ich sitze im Discord, mache diesen 4000-Euro-System-PC da und dann kommt einer unserer Berater rein und sagt, warum nimmst du DDR5? Dann sage ich, ja, weil die Leute bei 4000 Euro das Beste vom Besten wollen. Und der Aldi-PC hatte auch schon DDR5. Ja, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn wegen dem Geld und so. Ich so, ja, weißt du was, dann schmeiß mir noch eine DDR4-Config hier rein, die zeige ich dann auch nochmal. Zack, da war sie. Ich habe sie nochmal ein bisschen geändert. Aber es ist halt einfach so. Die Meinungen gehen da stark auseinander. Das möchte ich damit sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann postet sie gerne in den Kommentaren. Vielleicht ist auch irgendwas drin, wo irgendjemand sagt, boah, das ist ja überhaupt gar nichts für mich, das ist ja totaler Quatsch. Lasst es mich gerne wissen. Ich bin für Kritik offen, solange sie konstruktiv ist. Wenn da jetzt einer kommt, du hast überhaupt keine Ahnung oder so, das wird gelöscht. Gut, dann wie gesagt, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.